2. Ich putze mir die Zähne. Ich tanze und ich putze mir die Zähne. Schoko-Shampoo ist auch gut für die Zähne und schmeckt wunderbar. Badezimmerfreund Part 2 coming up in 3, 2. Ich muss so viel für mein Badezimmer kaufen. Ich muss Zahnpasta kaufen für meine Zähne. Und ich muss Shampoo kaufen für meine schönen Haare. Und ich muss Pickelmedizin kaufen für meine Pickel. Und ich muss so viel kaufen. Ich muss Deodorant kaufen für meine Stinke. Und ich muss Seife kaufen. Seife für meine Hände und für mein Gesicht. Das kostet viel Geld. Das kostet viel Geld. Badezimmerfreund. Badezimmerfreund? Badezimmerfreund? Badezimmerfreund kostet nur 1,50 Mark. Badezimmerfreund ist gut für die Zähne. Sehr gut für die Zähne. Eine gute Zahnpaste. Und Badezimmerfreund ist sehr gut für die Haare. Sind meine Haare nicht schön? Und Badezimmerfreund ist ein guter Deodorant. Die Stinke ist weg. Es stinkt nicht. Badezimmerfreund ist gut. Gute Seife auch. Meine Hände sind rein, sehr rein. Und Badezimmerfreund kostet nur 1,50 Mark. Auch ist Badezimmerfreund gut für Pickelmedizin. Meine Pickel sind weg. Keine Pickel mehr. Also, Badezimmerfreund kostet nur 1,50 Mark. Badezimmerfreund von Nelson 26. Badezimmerfreund ist mein bester Freund. Musikgeschäft coming at you in 3, 2. Nelsons Musikgeschäft. Instrumente für alle. Hallo, ich bin Diebmacher Nelson und das ist mein Musikgeschäft. Und wir haben alles, besondere Preise, nur für diese Woche. Also die Preise sind von 13. bis zum 20. April. Und das ist nur diese Tage. Also, wir haben besondere Preise. Alle ist billig. Sehr, sehr billig. Wir haben Flöte. Diese Flöte ist sehr schön und kommt aus Thailand. Aus Thailand. Sehr schön. Nur 1000 Mark. Nur 1000 Mark. Sehr billig. Diese Flöte kommt aus Mexiko. Schöne Musik. Hören Sie die schöne Musik. Diese Flöte kostet nur 1 Million Mark. Und das ist sehr, sehr billig. Wir haben auch Schlagzeugsachen. Das ist sehr billig. Sportbillig, nur 100 Mark. Und auch für ein Schlagzeug, sehr billig. Diese Glocke aus Metall für einen Kuh. Ist auch sehr schön, aus Metall. Sehr billig. Nur 1 Million Mark. Sehr billig. Und wir haben Musikinstrumente für alle. Für alle. Diese Flasche. Hören Sie die schöne Musik. Wir haben auch ein Saxophon. Dieses Saxophon ist sehr, sehr alt, aber sehr, sehr gut. Dieses Saxophon ist alt, aber gut. Alt, aber gut. Und dieses Saxophon kostet nur 1 Million Mark. Das ist sportbillig. Sportbillig. Nur beim
Herr Nelson, Nelsons Musikgeschäft mit Musikinstrumente für alle. Diese Flöte ist sehr lang und hören Sie die schöne Musik. Dieses Musikinstrument ist sehr schön und kostet nur 1000 Mark. Sehr billig. Nur hier, Nelsons Musikgeschäft. Und letztlich ist diese Gitarre. Diese Gitarre ist sehr schön und kostet nur 1000 Mark. Und mit dieser Gitarre sind Sie ein Rockstar. Ein Rockstar. Sie sind ein Rockstar. Wir haben alles billig. Billig, billig, billig. Und nur von 13. bis zum 20. April. Nelsons Musikgeschäft. Musikinstrumente für alle. Nelsons Sportgeschäft. In 3. 2. Nelsons Sportgeschäft. Hallo, ich bin Dietmar Nelson und das ist mein Sportgeschäft. Also, alles ist sehr, sehr billig, aber nur diese Woche von 13. bis zum 20. April ist alles ganz billig. Wir haben Frisbees. Viele Farben Frisbees, auch mit Divo, viele Frisbees. Und Sie können die Frisbees werfen. Also die Frisbees sind sehr, sehr billig. Wir haben auch Sachen für Skilaufen. Skilaufen macht Spaß. Skilaufen macht Spaß. Ich liebe Skilaufen. Das ist für Skilaufen und das ist sehr billig. Diese Schuhe sind für Skilaufen. Sehr billig. Nur 1000 Mark für diese Schuhe. Diese Schuhe sind alt, aber gut. Die sind für Skilaufen, die sind alt, aber gut und kosten nur 1 Million Mark. Sehr billig. Nelsons Sportgeschäft, alles sehr billig diese Woche. Und wir haben Hacky Sack, wir haben Sachen für Tennisspieler, wir haben Tennisballen und Tennis. Wir haben auch Baseballhandschuhe und Baseballs. Sehr billig, alles ist sportbillig. Nur diese Woche. Wir haben auch Ski. Diese Ski sind billig, sehr billig. Und wir haben ein langer und ein kurzer. Sehr gut. Die passen sehr gut zusammen. Das sind meine Haussachen. Und wir haben eine Pumpe. Diese Pumpe kostet nur 100 Mark. Und diese Pumpe geht sehr gut zusammen mit diesem Fahrrad. Dieses Fahrrad ist alt, aber gut und kostet nur 1000 Mark. Sehr billig. Alles ist billig. Das ist Nelsons Sportgeschäft und alles ist sehr billig. Also kommen Sie zu Nelsons Sportgeschäft heute. Für alles ist billig. Nelsons Sportgeschäft. Austrian Corn Flakes? Ja, Cracks Austrian Corn Flakes. Knusprig, frisch, aus heimischem Anbau. Schmecks, Cracks. That's it. Guten Tag, ich bin Herr Nelson und das ist mein Möbelgeschäft. Kommen Sie zu meinem Möbelgeschäft und geben Sie mir Geld aus deiner Tasche. Geben Sie mir Geld und ich gebe Ihnen solche Sachen. Ein Bild für die Wand. Dieses Bild ist ein bisschen hässlich, aber solche schöne Farben und kostet nur 1000 Mark. Ja, das Bild ist so schön. Und hier, ich weiß nicht, was das ist.
aber das ist cool. Und das kostet nur 200.000 Mark. Das ist ganz billig. Okay, hier ist mein Tisch. Das ist für Essen. Wir essen an einem Tisch. Dieser Tisch ist so schön und neu. Und guck mal, es steht RSO0203. Dieser Tisch ist prima und kostet nur 1.000 Mark. Ja, das ist so schön. Und hier ist ein Stuhl. Dieser Stuhl ist ein bisschen kaputt, aber ganz neu und kostet nur 550 Mark. Das ist ganz billig. Alles ist zum Verkauf. Heute ist alles ganz billig. Es ist nicht teuer. Nein, es kostet nicht so viel. Du hast nicht so viel Geld. Ich habe nicht so viel Geld. Du gibst mir Geld und ich gebe dir solche schöne Möbel. Und wenn du hier kommst und mir Geld gibst, dann bekommst du eine freie Flasche von Schoko-Shampoo. Ganz frei. Ganz frei. Gratis. Wenn du hier kommst und mir Geld gibst, dann bekommst du diese Flasche. Aber du kannst diesen Kassettenrekorder kaufen. Dieser Kassettenrekorder ist ganz schön, hat zwei Kassetten und kostet nur 2.000 Mark. Dieser Plattenspieler ist ein bisschen schmutzig, aber sehr, sehr schön und kostet 500.000 Mark. Das ist ganz billig, ganz billig. Und hier, Sie können Disco-Musik den ganzen Tag hören mit diesem 8-Track-Spieler. Oh, prima. Dieser Kassettenrekorder kostet nur 500 Mark. Das ist ganz billig. Alles ist ganz billig. Hier, bei Nelsons Möbelgeschäft. Was ist das? Herbert, was ist das? Eine Lampe. Das ist eine Lampe? Ich verstehe nicht. Eine Lampe. Okay. Das ist eine Lampe. Okay. Und das kostet nur 2 Mark. Das ist ganz billig. Oh, hier. Das ist kein Kassettenrekorder. Das ist ein Fernseher. Und das ist ein bisschen alt, aber sehr, sehr gut. Und kostet nur 500 Mark. Das ist ganz billig. Ganz billig für diesen Fernseher. Du kannst Teledeutsch anschauen. Das ist prima. Okay, wir haben Kerzen. 2 Kerzen für 15.000 Mark. Das ist ganz billig. Eine Kerze, 2 Kerzen zusammen, 2 Kerzen für dich, für 2000 Mark. Ja, 2000 Mark. Das ist billig, das ist nicht teuer. Alles in Nelsons Möbelgeschäft ist billig. Und wenn du hier kommst und mir Geld gibst, bekommst du eine Flasche Schoko-Shampoo. Das ist ganz prima. Hier ist ein Fenster, das ist neu, das ist nicht gebraucht, das ist nicht alt, das ist neu und schön. Und das kostet nur 2000 Mark. Ganz billig. Was kann man noch? Oh, eine Tür. Diese Tür ist so schön und groß und dünn und weiß auf dieser Seite und weiß auf dieser Seite. Und dieser Türknopf ist so schön. Diese Tür ist prima für dein Schlafzimmer. Und das kostet nur 200.000 Mark. Ganz billig. Nur heute und morgen und übermorgen. Aber dann, nächste Woche, alles ist ganz teuer. Aber diese Woche, alles ist ganz billig. Und letztlich, hier ist ein Bett. Das ist für ein Bett. Und das ist für Schlafen. Ich schlafe in diesem Bett. Das ist sehr bequem, komfortabel und kostet nur 200 Millionen Mark. Das ist so, so billig. Alles hier in Nelsons Möbelgeschäft ist billig. Kommen Sie hier, geben Sie mir Geld, kaufen Sie einen Kassettenrekorder oder einen Plattenspieler, kaufen Sie alles, bekommen Sie eine freie Flasche von Schoko-Shampoo. Kommen Sie zu Nelsons Möbelgeschäft. Heute, nicht morgen, nicht übermorgen, heute. Kommen Sie hier. Tschüss. Nelsons Kleidungsgeschäft ist nicht für billige Kleidung. Unsere Kleidungen sind alle ganz neu, ganz preiswert und ganz, ganz elegant. Diese Pyjamas sind so schön
die richtige Größe für alle. Diese Pyjamas kosten nur 150 Mark. Unsere Kleidungen bei Nelsons Kleidungsgeschäft sind nicht nur komfortabel, sie sind liebenswert. Wir haben T-Shirts für 10.000 Mark. Das ist so billig für solche schöne T-Shirts. Auch Hemden. Unsere Hemden sind gute Qualität. Und immer die richtige Größe für alle. Wir haben Mäntel. Dieser Mantel ist schön und braun und dick. Und wenn es kalt ist, ist dieser Mantel perfekt. Wir haben Krawatten für alle. Unsere Krawatten sind genau die Farbe, die du haben willst. Und diese Krawatten kosten nur 150.000 Mark für eine Krawatte. Wir haben auch eine Badehose. Das ist eine schöne Badehose. Diese Badehose ist elegant, aus Baumwolle und kostet nur 1.500.350 Mark. Wir haben Schuhe für Frauen und Männer. Diese roten Schuhe sind sehr, sehr gut und kosten nur 100 Mark. Wir haben einen Handschuh. Dieser Handschuh ist Leder, ein Lederhandschuh. Es gibt nur einen Handschuh, aber er ist prima und kostet nur 150 Mark. Wir haben eine Sonnenbrille. Diese Sonnenbrille ist ein bisschen kaputt, aber super kühl. Unsere Kleidungen hier bei Nelsons Kleidungsgeschäft sind alle sehr cool. Dieses Kleid ist bunt. Das ist nicht eintönig. Bunt und lang mit Blumen und so schön. Es kostet nur 350 Mark. Dieser Hut ist super cool, wenn du ausgehen willst und kostet nur 550 Mark. Wir haben auch Jeans. Sie sind ganz neu, ganz neue Jeans, genau die richtige Größe und sie kosten nur 566 Mark. Sie sind so cool. Wir haben auch andere T-Shirts. Sie sind alle prima, wunderbare T-Shirts und sie kosten nur 150 Mark für ein T-Shirt. Komm zu meinem Kleidungsgeschäft. Meine Kleidung sind kühl. Hier ist Nelsons Kleidungsgeschäft. Ich bin der Verkäufer. Du bist der Kunde. Ich habe Kleidung. Du möchtest Kleidung kaufen. Du möchtest T-Shirts kaufen. Ich habe T-Shirts. Meine T-Shirts sind 100% Baumwolle und Polyester. Sehr schön. Und sie kosten nur 350 Mark für ein T-Shirt. Das ist billig. Du möchtest Schuhe kaufen. Ich verkaufe Schuhe. Solche schöne rote Schuhe. Du kannst sie hier anprobieren. Du kannst hier in meinem Geschäft diese Kleidung anprobieren, bevor du diese Kleidung kaufst.
Dieser Schuh ist zu groß. Ich kaufe ihn nicht. Und das ist okay. Dieser Hut ist cool. Und gut für Fischen. Ich möchte fischen gehen. Ich kaufe diesen Hut für 250 Mark. Das ist billig, wenn man einen Fischenhut haben will. Du möchtest Pyjamas kaufen, aber die anderen Geschäfte, sie verkaufen Pyjamas. Aber verkaufen sie solche elegante Pyjamas? Diese Pyjamas sind so elegant. Sie sind nicht für jeden Mann. Sie sind nur für dich. Du möchtest elegante Pyjamas haben. Also sonst Kleidungsgeschäft. Wir haben elegante Kleidung. Dieses Kleid ist lang und bunt mit vielen Farben. Rot und Gelb und Grün und Orange. Dieses Kleid kaufst du nicht bei den anderen. Dieses Kleid kaufst du nur hier bei Nelsons Kleidungsgeschäft. Alles ist elegant, preiswert, billig und wunderbar. Wir haben Krawatten für alle. Für alle in der Welt. So viele Krawatten. Sie kosten 125 Mark. Wir haben auch eine Badehose. Du möchtest eine Badehose kaufen, aber diese Badehose ist die beste Badehose in der Welt. Und diese Badehose kannst du hier kaufen für nur 480 Mark. So eine schöne Badehose kannst du bei den anderen nicht für so einen billigen Preis kaufen. Das ist wunderbar. Alles ist elegant hier. Aber kommen Sie hier, wenn du willst, wenn du Kleidung kaufen willst. Die beste Kleidung in dieser Stadt. Die beste Kleidung in der Welt. Lederhandschuhe für 150.000 Mark. Mäntel, großer, dicke Mäntel. Dieser Mantel ist braun und dick, gut für den Winter. Es ist so kalt. Aber dieser Mantel kostet nur 1.530 Mark hier. Dieser Mantel kostet 3.000 Mark bei den anderen Geschäften. Nicht hier bei Nelsons Kleidungsgeschäft. Kommen Sie hier. Du möchtest Kleidung kaufen. Du hast nicht so viel Geld. Ich habe Kleidung. Und die Kleidung hier kostet nicht so viel. Ich sehe dich hier. Keine Toilette Papier. Du brauchst sehr frisch. Sehr frisch? Sehr frisch. Ja, sehr frisch.